Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Mario & Luigi Superstar Saga. Im letzten Part haben wir eigentlich nur uns damit beschäftigt, weiterhin diese Lichträtsel zu lösen, dass wir im Endeffekt jetzt in diesem Raum hier gelandet sind, wo wir eine Wasserstelle haben und wir wissen ja, Mario kann immer Wasser aufnehmen. Und es wird bestimmt für den nächsten Raum irgendeinen Nutzen haben, weil sonst würde das dort ja nicht da sein. Und ja, da drüben ist eine Elektromaus. Und ich würde mal vermuten, dass man die da reinschubsen muss mit dem Wasser. Ja, damit der Strom weiterläuft. Und der Schalter da unten hingepustet wird. Was löst der aus? Ach, der bringt das wieder weiter. Ach, jetzt sind wir bei dem Raum. Das ist der Raum, wo wir auch im Endeffekt alles gewonnen haben, glaube ich. Dann müssen wir den natürlich jetzt genauestens erforschen, was da abgeht. Nämlich müssen wir jetzt einfach nur den Schalter eigentlich betätigen, dann müsste dieses durchlaufen. Jo. Hier dürften jetzt höchstwahrscheinlich mal Luke Miller und Krankfried warten. Ja, es hört man schon an der Musik. Vorbereitung beendet. Meisterin, wir können die Sterne jederzeit den Klang von Prinzessin Peachs Stimme aussetzen. Endlich wird sich die Welt vor mir verneigen. Na ja, gut, dann werden wir sie mal versuchen zu verhindern. Aber erstmal Items, die haben erstmal Vorrang so. Und der Sprung, der muss natürlich auch funktionieren. Ja, hier ist ein Speicherpunkt, da gibt es bestimmt einen Bosskampf. Lachbohne gekriegt und speichern. Wir sind jetzt in der im Zentrallabor, genau. Das passt ja. Weil im Zentrallabor ist es natürlich krass, wenn dann genau da der Bosskampf stattfindet. Peach, Stimme ab! Ja, und diese haben jetzt angeblich Peach Stimme, oder? Was macht den Stern ja aggressiv? Also die Sternmone. Oh, die rastet ja voll aus. Gib mir den Sternmone ab. Hä? Wieso? Warum? Ein unerwartetes Ereignis. Was wird aus unserem Plan? Jetzt sind erstmal wieder. Hä? Ihr wagt es, uns in dieser Situation zu stören? Wir haben keine Zeit mit euch zu spielen. Ha, Luigi, gut gemacht. Hä? Aber warum eigentlich nicht? Wenn ihr es so wollt, dann kommt doch. Pustet euch zurück in euer Pilzkönigreich. Oh, wir kämpfen gegen Luke Miller. Okay, das passiert auch sehr. Lol, lol. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass sie gleich mit dem Angriff beginnt. Ach, jetzt haben wir eine Tonne. Ja, wie oft sie halt dran ist, ne? Tonne ist nicht gut, weil das heißt, dass wir viel langsamer agieren. Ja, okay, wir müssen Mario aber eine Frostattacke raushauen. Aber obwohl ich weiß nicht, ob das bei Hakebrüder Vorteil hat. Ne, ich glaube nicht. Weil man fällt ja schneller. Aber dann hier Mario erstmal wieder frisch machen. Oh, das ist eine coole Kampfmusik. Ja toll, jetzt haben wir so eine, keine Ahnung, wer hier der Richtige ist. Hoffentlich löst sich das Fake mit 80 dann auf. Ja, da war es das Richtige. Hat sich jetzt aber auch gelohnt, wir haben jetzt ewig gekämpft und jetzt haben wir endlich mal die echte Luke Miller vor uns. Leute, ich habe die ganze Zeit die Richtige. Ich habe ja auch Luck. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt was anderes machen würde, wenn ich mal ihr Fake erwische. Ich glaube schon, weil die tut sich die ganze Zeit nur kopieren. Lol, wieder. Okay, ich habe irgendwie ein glückliches Händchen dafür. Dann vielleicht jetzt die mal. Ne, jetzt war es mal die falsche. Ja,
gut, aber es ist nicht schwer, wenn sie damit nervt. Jetzt haben wir die ganze Zeit Fake erwischt. Ach, die darf man nicht mal berühren. Ich dachte, vielleicht man kann die auch zerstampfen. Ach, jetzt habe ich ihren Move da verstanden. Vorbei. Was für sture Klempner, als hätte ich alles seit der Welt. Bringen wir es zu Ende. Jetzt macht sie den Scheiß wieder. Wow, das war jetzt knapp. Nein. Mario wäre reingefallen. Okay, Mario kann reinfallen, nur Luigi darf nicht reinfallen, weil sonst ist der auch noch im Tunnel-Modus. Nein! Und genau dann fällt er rein. Ah ne, er hat keinen Tunnel-Modus. Aber sie ist im Rage-Modus. Ach, wir haben sie besiegt. Boah, 900 Erfahrungspunkte. Alter, ist das viel. Level 19 für Mario. Boah, das war jetzt übelst viel Erfahrung. Was können wir denn bei Mario erhöhen? Geschwindigkeit wäre eine gute Überlegung. Ja, machen wir mal die. Und 4. Und Luigi natürlich auch auf Level 19. Boah, der viel Angriff gekriegt, das ist ja gar nicht mal so normal für Luigi. KP. Ja, vielleicht. Geschwindigkeit. Ja, er ist halt langsam. Probieren. Ja, ich weiß nicht, sollen wir ihn vielleicht verschnellern oder lieber hier? Probieren wir hier unser Glück. Um 2, naja. Besser als nix. Wie konnte das? Ja, sie wurde besiegt von uns. Hey, Herrin Lupmilla, ganz ruhig. Mit dieser Maschine sauge ich eure Energie auf. Lol. Was ist denn das für eine Maschine? Au, mein Kreuzbrief. Noch einen letzten Hieb. Gegen diese Frechlinge. Verstanden. Ja, wir können da jetzt wohl ausweichen, oder? Ja, oder er schlägt sie weg. Geht auch klar. Er kann ja doch was, außer mit seiner Haare angeben. Schnell in den Keller, da finden wir die Sternmode. Was? Die Sternmode ist wild geworden, als sie die Stimme von Prinzessin Peach gehört hat? Na na na. Warum die Sternmode so auf die Stimme der Prinzessin reagiert hat? Dahinter steckt ein extrem erstaunliches Geheimnis. Wir können reden, wenn wir die Sternmode wieder an ihren Platz gebracht haben. Schnell, folgt mir ins untere Geschoss. Ja. Er fliegt wahrscheinlich jetzt bequem darunter, oder? Ja, oder er fliegt ganz woanders rum. Sind hier noch irgendwo Items? Checken wir mal die Gegend nach Items ab. Oder nach Bonusräumen vielleicht. Ach ne, hier geht's richtig weiter. Ich dachte, man kann da runterspringen. Wie so Kamikaze. Ne, geht gar nicht. Ist hier irgendwas oben? Nö. Nicht eine Belohnung gibt's da. Ja gut, dann gehen wir da weiter, wenn es hier weitergeht. Sogar schon in den Untergrund. Lachhochschule Korridor. Ach, der ist noch zum Korridor. Warum brauchen wir immer nur so viel High Jump? Okay, eine Nuss. Okay, der Block. Waren noch einige Münzen. Ach nee, den hasse ich. Braucht man so viel Konzentration, dass man dann nicht 10.000 Mal das Falsche tippt. Ein Superpilz und eine Nuss. Und da ist was für Luigi. Ich sagte, da ist was für Luigi. Eine Grinsebohne. Ach, ihr noch immer.
Vielleicht wären ja hier im Untergrund jetzt neue Gegner gewesen, aber ne, sind immer noch die gleichen. Stimmt, ich habe gar nicht den Hund jetzt angegriffen. Er muss natürlich raus. Ich habe doch die Taste gedrückt. Oh, der ist eh schwach. Trotzdem will ich ihn jetzt mit den Schlagbrüdern besiegen. Weil die vorher jetzt gefehlt haben. Und der Virus natürlich, der ist auch noch da. Aber der macht nicht viel Schaden, der da macht viel Schaden. Den habe ich noch genau oben verhindert. Die auszukontern ist nicht schwer, weil die machen, je nachdem wie oft sie machen, und das letzte ist dann der Angriff, der letzte Schüttler. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Wieder ein Raum mit Wasser. Ja, aber wenn wir jetzt kämpfen, dann geht es doch gar nicht. Dann wird er wieder dünn, oder? Ja. Na ja, gut, dann. Bei dem ist es eigentlich auch gar nicht mal so schwer. Ich habe mit Absicht gefällt, damit er stirbt. Bei dem ist es jetzt gar nicht mal so schwer, als bei dem mit dem Feuer, wenn er so mit dem Hammer-Aktion nahe kommt. Hey, probieren wir mal, das wäre echt lustig. Nein, falsche Taste. Okay, das mal ein Gegner-Horde. Failed. Und die Schlagbrüder gegen den Hund. Ach, warum fail ich immer bei denen die ganze Zeit? Ach so, jetzt failt er. Und der ist tot. Der hat jetzt so einen Schaden in seinem System. Ja, der wird gleich einen noch größeren Schaden haben. Und Level Up für Luigi, Level 20. Nice. Jetzt würde ich sagen, erhöhen wir bei ihm wirklich mal die Geschwindigkeit. Die wird mal Zeit, erhöht zu werden. Um 5. Das ist eine Summe, Alter. Da sehen wir, dass es mal überfällig war, dem seine Geschwindigkeit zu erhöhen. Wir waren sogar schon auf High. Wusste ich gar nicht. Ja, wusste ich doch, da war irgendwo ein Gegner. Oh, da. Ja, einfach nur bekämpfen, easy. Und ja, ich spare immer Marios Brüderpunkte. Ich kämpfe immer gegen die hinteren mit Luigi. Weil ich die auch üben muss, die Fähigkeit. Schlagbrüder. Jetzt hat er auch wieder einen Schaden wahrscheinlich. Ne, hat er nicht. Und dann kriegen wir irgendwann das Extra-Kommando. Klar, das will ich auch bei den Hacke-Brüdern kriegen, aber die sind sowieso leichter zum Ausführen. Level 20 für Mario. Okay, das kriegt aber immer hin. Angriff wäre gar nicht mal so abwegig. Ja, ich würde sagen, wir machen den Angriff nochmal geiler. Um 5. So läuft es doch. 5 Angriff ist richtig geil. Und jetzt gegen den roten Virus und seine Freunde ja, gerade alle durcheinander. Ja, okay, da müssen wir nur noch den da hinten erstmal entschärfen und dann nochmal am besten treffen. Ja, oder töten. Ja, jetzt müssen wir doch tot sein, voller Beschiss. Aber die Schlagbrüder machen trotzdem genug Damage. Und jetzt mal die Hackebrüder raushauen. Ich glaube aber bei den Hackebrüdern war sogar das Sonderkommando gar nicht mal so schwer. Leute, ich dachte, ich falle auf ihn drauf. Natürlich, Gott sei Dank ist es jetzt kein Roter, der so viel Schaden macht. Ja, den Roten beseitigen. Gehen wir auf Blau. Dann halt auf Gelb.
Geht auch klar. Na, wow, der ist voll schnell gewesen gerade. Nein, vergifteter Luigi. Warum tun die sich manchmal schwer, ihren Hammer zu heben? Manchmal dauert es irgendwie länger als so, sonst. Und jetzt sind sie down. Nein, ich dachte, ich wäre auf ihm drauf gelandet. Naja, was soll's. Die sind eh kein Ding. Kann Luigi die eigentlich auch schon killen? Nee. Ist und bleibt eine Sache für Mario. Und wieder Luigi. Ach, die haben manchmal nur einen Fehler, wann sie Bock haben. Ja, dann killen wir den mit dem Fehler. Mit dem Fehler, glaube ich, sind dann... Ich glaube, dass es so gemacht ist, dass wenn sie dann ihre Farbe gewählt haben, dass sie dann auf den genau anderen losgehen. Ich glaube, so ist es bei denen gemacht. Mario macht halt einfach mit einem normalen Angriff fast so viel wie Luigi mit seinem BP-Schlag. Das ist voll krass. Unterirdisches Kraftwerk. Ja gut, besser als nichts. Und weg. Den denke ich schafft Mario mit einem stinknormalen Sprung, weil er eh so overpowered ist. Noch ein leichtes Opfer für uns. Übrigens, warum jetzt heute nochmal Mario und Luigi kommen? Ich habe es jetzt vergessen anzusprechen, weil es ist ja schon letztens gekommen. Ich habe jetzt Mario World beendet und muss ja ein neues Let's Play irgendwie einbinden. Es kam zwar schon der Vorschlag für Mario Bros. U, was ich auch an sich keinen schlechten Vorschlag finde, weil es ein gutes Spiel ist. Aber ich dachte mir halt vielleicht, dass wir ein bisschen Abwechslung dazu kriegen und nicht die ganze Zeit Mario Jump'n'Runs bringen. Ich meine, ich habe jetzt Mario Bros. Wii gebracht, Mario Bros. Super Mario World und jetzt nochmal so ein Jump'n'Run, ich weiß ja nicht. Ich meine, ich liebe dieses Spiel schon, aber halt ein bisschen Abwechslung wäre vielleicht auch ganz cool. Also, ich weiß nicht, hättet ihr eine abwechslungsreiche Idee zu einem... jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Zu einem Mario-Franchise, also Jump'n'Run dort. Weil, wie gesagt, die laufen ja schon. Sind jetzt schon zwei gelaufen und Mario und Luigi ist ja auch noch ein Mario-Spiel. Nachher speichern wir hier mal ab. Und dann frage ich euch halt, ob ihr auch so eine Art anderes noch wisst. Hier sind wir natürlich im Keller. Weil, wenn ihr natürlich alle natürlich einverstanden seid mit Mario und Mario Bros. U, ist okay, aber ich hätte vielleicht halt auch mal Lust auf ein anderes Spiel, was nichts, wie gesagt, gegen das Spiel ist. So, und was wir hier machen müssen, ist ja wieder klar. Wir müssen die Viecher reinbringen. Achso, wir haben bestimmte Leben. Es ist schwer zu timen. Ach, jetzt würde der Hammer nicht gewertet. Alter, ist das schwer. Aber ich denke, wir können es schon schaffen. Warum wird der Hammer nie bei der kleinsten Entfernung gewertet? Ah, jetzt wird er nervig. Alter, die letzte Maus ist nochmal richtig nervig. Die fährt die ganze Zeit in unterschiedlichem Tempo. Alter, das ist ja mega nervig, diese Stelle. Da, warum war jetzt der Hammer an X? Wir sind genau so gestanden wie immer. Ja, genau, ist er mit seinem Arsch noch hängen geblieben, oder? Okay, das ist hässlich, dieses Rätsel.
Geiz hat schon wieder nicht gezählt, obwohl wir genau gleich entfernt standen. Ach, wir haben nur noch ein einziges Leben, ja, wow. Aber gut, solange wir nicht ihn treffen, zählt es auch nicht. Geht doch, wow. Jetzt bei dem letzten Leben haben wir auf einmal alles gepackt. Und ein Tor mit Speicherpunkt davor. Los auf den Strom, Spaß. So, speichern wir hier nochmal ab, denn die Folge ist wieder auf einer guten Länge. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Mario Bros. U bringen soll, wenn wirklich keine anderen Ideen so einfallen, wenn ich es bringe, aber ein bisschen Abwechslung wäre vielleicht ganz cool. Also wenn euch der Pack gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir durch dieses Tor gehen in Mario Bros. Superstar Saga. Also bis zum nächsten Mal, Leute.